Gut und willkommen, liebe Freunde. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich den Bowmore Darkest ohne Altersangabe dabei. Bowmore Darkest. Ohne Altersangabe? Ja, ihr hört richtig. Die Flasche kommt dem einen oder anderen auch bekannt vor. Der andere denkt, hey, ist die nicht irgendwie mit so einem roten Etikett? Ja, das ist die alte Abfüllung. Ich habe hier noch so einen kleinen Supermarktaufkleber drauf. Im Grunde ist das hier die alte Abfüllung. Das heißt, sprich so knapp Anfang 2000, Ende 90er wurde diese Version abgefüllt. Ja, wo habe ich die her? Ich habe sie aufgerissen. Ich habe sie in meinem Spanienurlaub, habe ich sie in einem alten, ja, Touri-Laden, muss man schon sagen, glücklicherweise bekommen. Das war jetzt hier eher so ein Touri-Laden, wo alle Leute nur Wodka trinken oder Handtücher oder Schlappen oder T-Shirts kaufen und so ein Kram. Und die hat eine kleine Spirituosenabteilung oder sogar eine etwas größere. Und da standen verschiedene Whiskys, hauptsächlich hier Jim Beam, Jack Daniels und so weiter und ein paar alte Flaschen. Da habe ich mir doch gleich einen gegriffen sozusagen, habe einmal leer gekauft, wenn man so sagen kann, war nicht so viel da. Und für 59 Euro so einen alten Bowmore mal zu probieren, ja, wer sagt da nein? Ich habe dann gleich gemerkt, als ich den Korken aufgemacht habe, der ist komplett kaputt gerissen. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Brennerei ist. Sieht man nicht, einen Ersatzkorken. Ich musste wirklich mit dem Korkenzieher hier vorsichtig den Korken rausziehen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Bowmore, hier steht drauf Cherry Casked. Das heißt, aus einem Sherry-Fass. Ob das jetzt ein Finish war oder nicht, steht nicht drauf. Ich habe es nicht finden können. Der neue ist ja aus dem Sherry Cask vor amerikanischer Eiche, dann gefinisht im Oloroso Sherry-Fass. Hier ohne Altersangabe, abgefüllt mit 43%. Bowmore selbst, ja, gibt es, ich glaube 17 steht, ist es 1779, ja, hier steht es überall dick fett drauf, 1779, Bowmore von der Insel Islay und den werde ich jetzt für euch verriechen, verschmecken und bin gespannt. Ich habe mir schon länger eingeschenkt, ob er jetzt gefärbt ist an der Farbe, sieht sehr dunkel aus, ich habe den mal verglichen mit der aktuellen Version. Die sehen beide sehr ähnlich aus. Ich weiß nicht, ob der gefärbt ist. Ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, würde ich mich freuen, wenn es jemand drunter schreibt. Die Nase. Dunkles Lakritz. Ein blumiger Charakter. Süße Nelke. Umwoben von diesem Lakritz-Schokolade. Ja, umso länger man den im Glas hat, umso mehr geht dieses Lakritz weg und diese Schokonoten der, ja, ich sag mal, der dunklen Frucht kommt dann hier zum Vorschein. Vielleicht auch so eine dunkle Pflaume. Rauch. Den vermisse ich. Es ist wirklich sehr zurückhaltend. Vielleicht so eine ganz leichte Schicht. Erinnert mich immer so ein bisschen wie an einen Oben. Da diskutiert man auch mal. Hat er jetzt Rauch oder hat er keinen Rauch, der Oben 14? Hier, ich würde sagen, so eine ganz leichte Schicht, ein bisschen präsenter eventuell, aber minimal. Ja, eine Süße, blumig. Und diese Lakritznote. Ganz leicht schwingt diese Eilernote mit, wie gesagt. Nase ist aber sehr kräftig, voll und ungewöhnlich. Ja, im Antritt, wenn er dann auf die Zunge kommt, kommt doch so ein bisschen diese Eile-Note raus. Leichter Rauch, maritime Noten, so eine grasige Note. Hinten raus, ja, so eine richtig schöne, süße Sherry-Note. Diese Lakritz ist da, diese blumige Note ist da. Dazu, das habe ich jetzt auch bisschen in der Nase, so eine klebrige Note, wie man es richtig vom Ex-Bourbon-Fass kennt. Kleber. So
Diese süße Klebernote nicht ganz so krass. Ja. Ganz süßer Sherry. Hier würde ich eher in die PX-Richtung gehen, anstatt zum Oloroso. Kombiniert mit dieser blumigen Nelkennote. Hinten raus kommt dann leicht das Fass. Am Anfang gar nicht würzig, hinten raus eher so im Abgang leichtes Prickeln. Und ständig begleitet von diesem Lakritz und Schokolade. Eher mehr das Lakritz. Und umso länger man es dann im Mund hat, geht diese Lakritznote weg und Schokolade kommt dazu. Klasse, macht Spaß zu trinken. Mein Fazit zum Bowmore Darkest ohne Altersangabe. Natürlich ist man irgendwie so ein bisschen beflügelt, man hat Schnäppchen geschossen im Urlaub, man hat eine Flasche gefunden, die man nicht so häufig sieht, man trinkt sie nicht so oft. Wie gesagt, knapp 15, 20 Jahre ist es her, als die ja gelabelt wurde. Ich glaube Anfang der 2000er, 2002 oder so stand, glaube ich, irgendwie an dem Steueretikett oder noch früher, ich bin mir nicht sicher. Es ist einfach was Besonderes, diesen Whisky zu trinken. Vergleicht man ihn mit heutigen Whiskys um die 60 € ist er da solide, 43%, die sind kräftig, die sagen was aus, machen Spaß. Aber es würde oder wird nicht mein Lieblingswhisky. Ich würde niemandem sagen, wow, du musst unbedingt diesen Whisky getrunken haben, der ist sowas von super. Es ist ein schöner Bowmore, macht Spaß zu trinken, er hat ein paar Aromen, so dieses Old Fashioned, wie man immer sagt, die da so ein bisschen mitschwingen, die man nicht so oft hat, beziehungsweise in älteren Malts findet. Das heißt, es macht es interessant für uns Freaks, ist es ein tolles Teil, direkt ihn mit dem Neuen zu vergleichen, ihn selbst einfach zu trinken, ist einfach was Besonderes, weil man es nicht so oft in die Finger bekommt. Es ist auch ein solider, leckerer Malt, der Spaß zu trinken macht. Aber für mich persönlich gibt es andere Malts, die mir noch ein bisschen mehr zu sagen, ein bisschen mehr Spaß machen. Vom Alter her wirkt er aber für mich trotzdem relativ durchschnittlich alt, beziehungsweise hat schon ein gewisses Alter, weil hinten raus, weil er so cremig und mild ist, da sind bestimmt Anteile älterer Bourbons dabei, dass sie gar kein Alter drauf schreiben. Ist ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, schöner Malt, macht Spaß zu trinken. Nicht der beste, den ich getrunken habe, aber im Großen und Ganzen, damit kann man einen Abend ausklingen lassen mit dem Whisky. Das werde ich heute auch machen. Das war's mit mir, mit dem Whisky-Bubbler, und ich freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Bis demnächst. Tschö.